Und damit herzlich willkommen zum Hindernislauf hier zum nächsten Olympiatag 2016 am 25.08. Jo, ich erkläre eben die Regeln und zwar werden jetzt die User hier über Hindernisse laufen und das über 7 Runden. Das bedeutet also, die besten Zeiten kommen von 2 Gruppen ins Finale. Es kann sein, dass in dieser Gruppe zum Beispiel 5 weiterkommen, 5 sage ich jetzt schon, 3 weiterkommen und in der anderen zum Beispiel einer. Das ist möglich. Also es bedeutet, jeder läuft für sich. Also ist das mit der Gruppe eigentlich relativ egal. Hauptsache, man erzielt selber eine gute Runde. Ich mache heute einfach mal nicht mit. Ich habe mich gestern schon ein bisschen aufgeregt, dass das nicht geklappt hat. Deswegen möchte ich heute auch mal lieber entspannt wieder mich zurücklehnen und zugucken. Ich denke, das ist auch immer eine gute Sache. Und dann konzentriere ich mich lieber aufs Wesentliche, aufs Aufnehmen dieser Spiele. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, die laufen muss und wir sind jetzt schon in der zweiten Runde. Ich versuche ja diese Runden hier alle zu zeigen und vielleicht schneiden wir dann noch in der anderen Gruppe an. Das werden wir sehen. Kommt drauf an, wie schnell das Ganze hier läuft. Und dann schauen wir mal. Wir sind jetzt schon in der dritten Runde. Wie es im Finale ablaufen wird, das weiß ich selber noch nicht. Das werden wir dann ja auch wieder sehen. Ich glaube, im Finale gibt es 10 Runden und die besten 3 gewinnen dann. Ich bin mir nicht sicher, es kann so sein, aber muss nicht unbedingt so sein. Also die besten 3 nach 10 Runden oder es wird wieder auf Zeit gespielt. Das weiß ich nicht. Aber wir sehen uns das ja dann alles an und erstmal jetzt das erste Halbfinale des heutigen Abends. Also die Qualifikation für das Finale heute Abend. Nebenbei kann ich ja auch ein bisschen erzählen aus der glorreichen Fußballwelt. Champions League Qualifikation lief. Ach, Qualifikation, genau. Die Vorrunde wurde heute ausgelost. Und Dortmund, die Bayern und auch Gladbach mit Hammerlose. Zum Beispiel treffen die Bayern auf Atletico Madrid in der Vorrunde, Dortmund auf Real Madrid und. Dann haben wir ja noch Gladbach, die spielen gegen Manchester City und Barcelona. Also Leute, das ist auf jeden Fall was Geiles. Da freut man sich schon auf die Dienstage und Mittwoche. Auf solche Spiele. Auf jeden Fall. Also dafür schaut man auf Fußball und lebt das Ganze auch. So, wir sind schon in der fünften Runde. Das geht eigentlich relativ flott alles. Vielleicht kriegen wir ja wirklich noch das zweite Halbfinale mit rein. Wer weiß das schon. Also, letzte Runde läuft jetzt für Rob und Valentina. Ja, das kann man schlecht
herauszufinden, wer das ist. Rob ist der ganz vorne jetzt gerade, der wie Zlatan aussieht. Und dieser Mond Valentina ist hier unten gerade, der rote da mit dem, ja, mit den Blumen einfach auf dem Kopf. Und ich glaube, das Rennen ist beendet für Rob. Er wird Erster. Mal sehen, ob das am Ende reicht. Von der Zeit her. Ich denke, das könnte reichen, aber es kann natürlich sein, dass die anderen in der anderen Gruppe halt schneller sind als die jetzt hier. Und ich glaube, ich kann nur die zweite Gruppe ein bisschen anschneiden. Mehr kann ich leider nicht mehr. Ja, und morgen ist Freitag, dann endlich der Bundesliga-Start mit FC Bayern München gegen SV Werder Bremen. Das wird auf jeden Fall eine coole Partie. Wahrscheinlich werden viele Tore fallen. Ich glaube, das könnte lockeres 5 bis 6-0 werden. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kann man von ausgehen. So, jetzt sind wir gleich fertig hier. Und jetzt ruckelt alles. Das ist nicht gut, scheiße. Ja, momentan Standbild. Ich mach mal Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt ist wieder alles in Butter. Jetzt sollte das wieder funktionieren. Sponge ist auf Platz 4 gekommen. Ich glaube, da sind die Zeiten einfach zu lange, die werden nicht weiterkommen. Vielleicht nur durch Glück, aber die... Nee, das kann ja gar nicht mal gehen, weil die drei jetzt, die gerade ins Ziel gekommen sind, sind ja schon schneller als die gelaufen. Also wird das wohl nicht reichen. Am Ende. Obwohl, nee, das habe ich jetzt auch wieder falsch erklärt, egal. Trotzdem, die Zeit ist einfach zu lange, da werden sie nicht weiter mitkommen. Definitiv nicht, es sei denn... Andere aus der anderen Gruppe, ja, machen genauso ein schlechtes Rennen, muss man ja ganz klar so sagen, wie die anderen. Und jetzt gucken wir uns auch die Zeiten an. Ich glaube, wir lassen die zweite Gruppe einfach weg. Es reicht ja, wenn wir das hier einfach gesehen haben. Und dann ist das Ganze auch, ja, durch. Rob mit 5,38, Valentine mit 5,54, Toni 6,32, Sponge mit 7,11, das ist dann schon zu lang, finde ich. Rapid mit 7,55, das ist viel zu viel, ja, viel zu viel. Das wird nicht reichen. Never. So, und jetzt kommt die zweite Gruppe rein. Ich habe ja gesagt, das können wir noch vielleicht anschneiden, aber das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr in den 10 Minuten. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im Finale wieder. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen und im Finale gibt es dann die entscheidende Runde, würde ich sagen. Mal sehen, vielleicht wird das ja genauso spannend wie gestern. In den letzten Sekunden wurde es dann nochmal richtig spannend. Hätte man nicht gedacht, so am Anfang. Aber es wurde ja spannend und vielleicht im Finale ja auch wieder. Und dann müsst ihr auf der einschalten, Leute. Dann müsst ihr wieder anschalten, weil dann kann es auf jeden Fall wieder richtig zur Sache gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns im Finale wieder. Ciao.